Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Dark Souls, die Prepare to Die Edition auf dem PC. Mit an meiner Seite in der Webcam, Kollege Fabergrün. C'est moi, ja. Hallo Leute. C'est was? Ich weiß es nicht, ich habe irgendwas Französisches gesagt. Sehr gut. Das ist c'est moi. War das wirklich Französisch? Bist du dir sicher, dass das Französisch war? Ich hoffe schon. Ich glaube nicht. Ansonsten. Ich bin der Nickels, falls ihr uns noch nicht kennt. Hallo, herzlich willkommen bei Team Space Let's Play Dark Souls. Mit uns beiden auf dem PC. Wir spielen das Ganze mit dem Xbox Pad. Mikrofon hängt hier oben. Lasst euch nicht großartig wundern. Das sieht soweit alles ganz gut aus. Wie gesagt, auch mit Facecam. Mal gucken, wie groß die sein wird. Wahrscheinlich bildeinnehmend. Ja, ich finde auch. Ich denke eigentlich, Dark Souls ist ja auch interessant. Dark Souls ist auch interessant. So, wir spielen Dark Souls 1, weil wir beide Dark Souls 2 Let's Play Fans sind. Also wir gucken beide bei verschiedenen Leuten, Namen nennen wir jetzt mal nicht. Freunde unsererseits. Let's Play zu Dark Souls 2 haben Dark Souls 1 aber nie selbst gespielt. Du auch nicht? Auch nicht. Selbst nie gespielt. Von daher haben wir bei Dark Souls 1 weniger Spoiler. Und wenn wir damit irgendwann mal fertig sein sollten, bevor ich Rage quitte, spielen wir auch Dark Souls 2. Genau. Im günstigsten Fall. So, nicht weiter quatschen. Wir haben nach circa 2 Stunden technischen Problemen mit dem ganzen Verkabeln und so weiter es endlich geschafft. So. Helligkeit anpassen, bis Flamme sichtbar. Was? Ja, ne, mach's nicht zu dunkel für YouTube, ne? Für YouTube! Ey, Mensch, YouTube. Und so, ja, okay. Okay. Wir denken dann nur an euch. Wir denken nur an euch. Das ist doch. Ja, aber jetzt mehr als bei YouTube wird ja alles so ein bisschen dunkler dargestellt, als wir es jetzt gerade sehen. Ja, ja. Das hat, lass mal drin, Untertitel würde ich sagen auch, oder? Ja, also ich meine, die reden doch eh Englisch. Ja. Dann lass deutsch Untertitel drin, dann ist doch okay. So, Effekte und so weiter können wir alles so von mir aus lassen. Bestenlisteneintrag? Nein. Definitiv nein. Nicht bei dem Run. Nein. Ich habe jetzt schon voll. Oh, ich habe jetzt schon so richtig sweaty hands. Oh, das freut mich, wenn ich das dann gleich in die Hand bekomme. Oh. Ja. Oh. Die Einstellungen haben wir eigentlich alle so schon gemacht. Bewegen, WR, das. Außer, dass wir noch auf Tastatur sind, ne? Ja, aber ich steuere trotzdem. Hä? Aber ich steuere trotzdem damit. Also, ich meine. Ja, ich denke, ja, das geht ja ganz offensichtlich. Ich denke auch. Also, ganz offensichtlich. Im Sinne von. Ansonsten verarscht dich hier gerade jemand. Das ist jetzt Quatsch. So, wir sind bei der Charaktereinstellung. Wir sind angekommen! Ja! Yay! Ganz kurz zur Info, wir nehmen das Ganze in einer Row auf, also wir moderieren nicht an, ab, das ist, sorry Leute, aber das ist zu viel Aufwand. Weniger Arbeit für den da. Und einfach zu viel Aufwand. Kein Aufwand für mich. Jetzt ohne Scheiße, kommen wir ja nie zu Potter. Mach ich die Charaktereinstellung und du fängst an zu spielen? Können wir machen, ja, klar. Oder, also, wir machen es sowieso, also, sowieso so, wir machen es so, dass wenn eine Person stirbt, also wenn wir sterben, wir das Pad abgeben, von daher. Genau. So. Werfen wir es dem anderen an den Kopf. Richtig. Oder so. Charakternamen. Wie nennen wir uns denn? Oh, ich glaube, ich muss tatsächlich mit der Tastatur. Ja? Ja, aber ich habe die da direkt neben mir. Clever, wie du bist, ja, dann tipp einfach random auf die Tasten und so nein. Werden wir dann heißen. Nein, niemals! Randommäßig kann der auch was ganz. Es fehlt genau ein Buchstabe! Was wolltest du denn schreiben? Miss Nickeline. Ach so. Aber es fehlt genau ein Buchstabe, den ich nicht schreiben kann. Warte. Wollen wir mit einem Mädel rumrennen, ne? Ja. Okay. Ah ne, es ist ja Mrs., ne? Ja, das ist das selbe. Mr. Mrs. Nickeline. Ne, warte mal, ist das nicht auch Mr. Nickeline? So, MS. Du kannst auch die SM-Nickeline machen. Also. Alter, geil, auf jeden. Erstmal. Müssen wir die dann aber auch so gestalten? Ne? Nee. Geschlecht, ich kann jetzt. Ich will. Du bist echt auf Tastatur noch. Nee. Ich meine, ich habe ja unten sogar die Anzeichen für Dings, ne? Ja, wenn du einfach. Und ich kann sogar hier drehen. Start drückst, mit sowas, kommst du dann weiter? Nein. Da wäre ich wohl tatsächlich. Schlimme Welt. Wir haben so eine Probleme. Wir haben eine richtige. Aber du kannst du da gerade nicht reinklicken oder was? Ich kann auch nicht reinklicken. Drück mal Enter. Bestätige mal. Alles klar. So, und jetzt kann ich wieder hier mit, weißt du? Merkwürdige Welt hier. Ich sag's dir. So, ja. Weiblich. Warum bieten die einem da nur 2 Möglichkeiten an? Das finde ich ein bisschen diskriminierend. Wie männlich, weiblich, beides, oder was? Nee, jetzt hast du mir das nicht erzählt, dass die in Amerika. Aber mach ruhig erstmal weiter, Charakterstellung. Dass ich in Amerika was? Dass die da sich manche Leute dafür einsetzen, dass mehr als nur 2 Geschlechtsformen auf dem Pass stehen dürfen.
Was? Das hat mir letztens irgendjemand erzählt, dass da jetzt irgendwie so 16 verschiedene Geschlechter oder irgendwie so stehen. Noch nie von gehört. Ganz viel androgynes Zeug und so natürlich. Ja, genau. Nein. Die, die keine Ahnung haben. Bettler ist doch das Schwerste, oder? Was? Ja, das ist das Schwerste. Man soll doch eigentlich immer Krieger oder Ritter nehmen, ne? Ich denke auch, das wäre... Warte mal, furchtloser Krieger, Waffenexperte, hohe Stärke, Beweglichkeit? Furchtloser Krieger oder niederer Ritter. Also ich weiß nicht, so eigentlich... Ich glaube, ich würde ihn... Oder? Das hört sich schon mal besser an. Ja, wir sind halt Badass Motherfucker Krieger, so. Gabe, was ist denn... Was ist denn, ich habe keine Ahnung, was sind denn Gaben? Halt, Link, ich glaube, Verletzung, oder? Das ist generell voll wichtig. Ja, ich glaube, das ist bei uns nicht. Göttlicher Segen, okay. Figur? Die Figur, oh. Gespenstisch, oh. Nee. Oh, das ist die Gelse von der Currywurstbude. Weißt du, da erschlagen wir die Leute nicht mit dem Schwert, sondern wir schmeißen uns einfach auf die rauf. Voll den Kopf lässt du küssen. Was ist das für eine Option? What the fuck? Dünn, oder? Schlanke Figur? Ja, mach einfach, das ist ja letztendlich ist ja bestimmt dünn, dann haben wir mehr... Am Arsch! Nein! Ich kenne diese Wichser von From Software. Wenn du jetzt sagst normal und dünn und sagst, mach keinen Unterschied, am Arsch! Es wird einen Unterschied machen! Die, entweder wird die Hitbox, die Hitbox größer, kleiner sein, oder du wirst damit durch... Das steht da nur nicht, ich wette es mit dir! Das wäre sehr ausgewogen. Ach, ich wette mit dir, dass das... Aber jetzt haben wir auch mehr vom Bild, ne? Also wenn da eine dünne ist... Ja... genau. Dann ist mir so... Ich glaube, wir werden wahrscheinlich eh nicht so viel vom Kopf sehen, ja. Aber... Wir hätten auch einfach, ich hätte ganz gerne so einen Random-Modus, so eine Zufälligkeit. Stimmt, das wäre auch. Gibt's aber weißt du, da rennen wir dann mit was dickem rum und das ist, Nee. Bei unserem Glück. Ja. Da würde ich. Pferdeschwanz. Mit was dickem, kleinköpfigen, das ist dann aussieht wie so ein. Ogre also oder. Pferdeschwanz 1 oder 2? 1 oder 2, ne? Ja, nimm den. Schöner Pferdeschwanz. Und natürlich. Eine alte Oma grau. Natürlich, es ist nicht grau, es ist silber. Es gibt aber kein blond, ist mir aufgefallen. Also, kannst du weiter nach unten einfach noch? Nee, tatsächlich nicht. Also es gibt ein hellbraun. Das ist ein Straßenköterblond. Ja. Aber also, dann Gold halt. Ja, wenn halt blond Gold ist. Nehmen wir die goldene. So, kann ich jetzt noch irgendwas anpassen, was ich jetzt nicht... Nee, oder? Alles andere macht er selbst, glaube ich, oder? Sieht so aus, ja. Ich hoffe es. Anpassen ist wahrscheinlich... Ich habe bestimmt Fehler gemacht, aber ich weiß es nicht. Oh. Wenn, dann machen die dich richtig fertig. Oh, die Maus ist übrigens im Bild. In the age of ancients. Ja, so, jetzt darfst du bitte. The world was unformed. Shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees and everlasting dragons. Ich find die drei Aufzählungen geil. Bäume, Täler, Flüsse, Drachen. But then there was fire. And with fire came disparity. Heat and cold. Life and death. And rot und grün. Hot and dark. Then from the dark they came. And found the souls of lords within the flame. Lecker. Ja. Nito, the first of the dead. Und wer sind dann die anderen Toten? Tja. So weißt du, der erste der Tode. Und woher kommen die ganzen Schädel da? The Witch of Isaac. Jeder sich alle dazu gesammelt. And her daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights, and the furtive pygmy, so easily forgotten. Das ist ein bisschen rassistisch. Das ist wirklich echt fies, ja. Die armen Zwerge. With the strength of lords, they challenge the dragons. Gwyn's mighty words peeled apart Eskan skins. Witches moved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease.
Definition von Miyamas machen. Wie bitte? Hab ich auch gerade gemacht. was ist die Definition von Miyamasma? Keine Ahnung. Ich google. Was versteckt dein Handy? Was Schleichwerbung? Da ist kein Logo abgebildet. Doch, Scheiße. Thus began the Age of Fire. Sieht ein bisschen aus wie... Minas Tirith. Minas Tirith. Ja, klar, meine ich. In Gondor, aber. In Gondor. Hab ich nochmal geredet. Ja. Nein, das war ja, ich wollte eigentlich dir die Vorlage geben. Yeah. Haben wir das nicht so abgesprochen? Nein. Nein, dann. Even now, there are only embers. A man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen. Carriers of the accursed dark side. Tja. Soweit zur Story, scheinbar. Ich glaube, also, hat Dark Souls so eine richtige Story eigentlich? Keine Ahnung. Also, mir kommt es immer vor, mehr wie Level durchmachen, was auch immer. Wenn ja, das, irgendwie, so es wird einem ja schon viel erzählt von den Charakteren, ne? Das ist richtig. Das wird nie mehr, ne? Der bettelt oder was macht der? Keine Ahnung, wir haben tatsächlich keine Audio-Ausgabe da gerade bekommen, ne? Und in diesem Land... es sieht ja jemand vor, treibt man die Untoten zusammen und führt sie gen Norden. Das ist übrigens die Definition von mir manchmal gefunden. Ne? Ja. Oh, haust du die jetzt hier gleich raus, ja, das ist richtig. Hättest du das jetzt versteckt gemacht? Nein. Wurde eingesperrt werden, das Ende der Welt zu erwarten. Schon scheiße, ja, aufs Ende der Welt zu erwarten. Das ist schon scheiße, ne? Richtig angearscht. Dies ist euer Schicksal. Ich finde, da hätten sie jetzt echt noch ein Audio-Dings reinhauen können, ne? Oder meinst du, es ist ein Bug? Aber ich finde, also ich finde einen Bug gleich am Anfang des Spiels komisch. Das wäre sehr merkwürdig. Das wäre sehr, sehr. Aber es sieht trotzdem eigentlich, also von dem, was ich jetzt so sehe, sieht es eigentlich schon ziemlich gut aus auf dem PC, ne? Ja klar, ich weiß gar nicht, so alt ist das. Oder wie alt ist das? Na doch, drei Jahre. Ja, aber ich. Wenn ich öffentlich geht ja eigentlich. Ja. Was guckst du so? Schwirre! Wir sehen übrigens nicht so hübsch aus, wie ich es mir dachte. Wir sind ziemlich verschrumpelt. Ja, stimmt. Wir sind natürlich die, dieses Ding, was da gerade. Nee, doch, sieht gut aus. Ja, doch, für mich auch, echt. Ja, also wirklich sogar ziemlich. Sieht tatsächlich, jetzt ohne Scheiß, auf den ersten Blick, finde ich, sieht das besser aus als die Xbox One-Version für Dark Souls 2. Ups. Jawohl, direkt ein Highlight genommen, ja, super! Bist du ein König? Ja, klar, komm hier, ich wollte mich eigentlich rollen. Wo rolle ich mich denn? Auf, A vielleicht? Auf B? Ah, ja, auf B. Warum nicht auf Y? Keine Ahnung, vielleicht kannst du gleich schon. Ich weiß nicht. Kann ich wahrscheinlich immer das. Miasma bedeutet so viel wie übler Dunst, Verunreinigung, Befleckung, Ansteckung. Dabei ist der Bedeutungsumfang dieses Begriffs nicht rein auf den biologisch-medizinischen Effekt der Krankheitsübertragung beschränkt, sondern kann auch im übertragenen Sinne auf die geistige, emotionale Ebene angewandt werden. Guck mal, die Menschen sind nett, die geben uns direkt erstmal ja? Infos, so, wie man hier sich zurechtfindet, ja. Das von FOM Software, wer hätte gedacht. Nein, nee, das war ja irgendein Typi hier, guck mal, wenn wir nochmal gucken. Achso. Das sind ja, RB. Aber ich glaube, die sind sowieso da, das, oder? Das hilft mir nicht, ich glaube nicht. Oh Gott, was sind wir denn für ein abgebrochenes Schwert? Ich glaube echt nur so ein Stumpf, oder? Jawohl, gib ihm! Jawohl! Okay, der ist tot. Da unten liegt auch einer, aber ich denke mal nicht, dass der aufstehen wird, ne? Ich glaube, die stehen sowieso nicht. Ich höre hier was laufen, ne? Oh Witev! Komm, den nehmen wir, den knüpfen wir uns direkt vor hier. War doch eine Tür, okay. Fick dich. Was haben wir da? Okay, gut, da haben wir noch einen Angriff. Haben wir. Da schlägt er zu, ist wahrscheinlich ein Schildschlag oder so, ne? Kann sein, vielleicht auf den Wegdrücken oder ja, so. Na. Das ist also der schwere Schlag. Guck mal hin, aber. Okay. Kannst du den eigentlich. Ja, kombinieren kannst du, ne? Also Kombos. Also nein, einfach nur den schweren Schlag spammen, dass du daraus was machst. Nee, du musst oben auch aufpassen auf deine Ausdauer. Ja, klar. Ist mir auch gerade aufgefallen. Ich hab gerade über. Ja. Ja, ich glaube, dieses Hü ist so ein bisschen halt weggeschossen. Ja, ja, er macht doch. Man hat doch alles. Ja. Okay.
Das ist Sprint. Das ist Sprint. Das ist, du siehst, ich versuche zu sprinten. Mach's nicht. Okay, gut. Der rechte. Ja. Ist natürlich blöd, weil ich hätte mich auch gerne hier erstmal umgeguckt. Okay, gut, da ist scheinbar nichts. Ah, gib ihm einfach. Ich gib's dem. Gut, wie schreitet er denn auf ihn zu? Er hat uns bedroht. Wir mussten kämpfen. Wir hatten keine Wahl. So, die Lachen. Schaut mal, ich bleib mal liegen. Jetzt sind wir mehr. Ist das Wasser so schwer oder warum? Ja, tatsächlich. Richtig. Es lag am Wasser. Ja, hallo, wir sind eine holde Ritterin. Stimmt. Wir können nicht so schwer und so. Ja, guck mal, wie glitschig die Wände aussehen. Da kannst du nicht dran hochklettern. Das sind aber schon Lichteffekte. Ja, sieht echt nett aus, ne? Meinst du, hier gibt es schon versteckte Wände? Ich würde im Spiel alles zu tun, aber keine Ahnung. Assi, oder? Am Leuchtfeuer rasten, regenerieren, okay. Guck mal, dann machen wir das. Ja, naja, ja. Direkt mal machen. Ja. Das sind doch eh Safe Points sozusagen. Ja, genau. Ja, Erfolg freigeschaltet! Woo! Direkt 15G auf mein Konto, jawohl! Ja, hier siehst du mal, was ich für dich freischalte, soll ich bitte. Fick dich doch. Ah, doch, weil der fängt dann schon an zu rennen, aber nicht sofort irgendwie. Das ist jetzt hier Rennen. Kann ja auch sein, dass wir gerade einfach megamäßig bepackt sind. Was fies wäre, wenn Frauen. Also, ich suche mal jetzt einfach erstmal gar nicht nach Secrets, oder? Ja. Du meinst, wenn Frauen von Natur aus vom Spiel her schwächer wären? Das wäre fies, ne? Das wäre und das hört sich irgendwie an, als ob dieser riesenfette Gegner. Ey, der kommt da gleich. Da ist eine Nachricht in der Mitte. Ja. Kannst du die Teile eigentlich. Kannst du genau durchrollen? Wow. Genau! Asyldämon! Ich gehe mal nicht davon aus, dass wir gegen den kämpfen müssen. Ne? Das schaffen wir sowieso nicht. Renne! Yeah! Oh Gott! Roll dich doch durch! What the fuck? Das Schaden bekommen! Der macht gar nicht mal so viel Schaden. Lauf weg! Der hat ja nicht. Oh, verschossen, da ist eine Tür! Da ist eine Tür! Links! Ganz entspannt. Chill! Hallo! Kennen wir ja schon! Ja! Kennen wir ja. Wir tun ja nur so. Kennen wir ja schon. Die holen wir uns später, Junge. Ja, das kenne ich, also an den kann ich mich tatsächlich noch erinnern. Das kennst du sogar? Also an den kann ich mich tatsächlich noch erinnern. Deswegen war es zu mir. Hast du nicht gemerkt, ne? Ja, ich kenne tatsächlich, wenn man auf den Kollegen trifft, kenne ich das tatsächlich. Okay. Ja, wie gesagt, so Dark Souls 1 habe ich noch. Nimm dein Schild. Ja, haben kein Schild. Mal Start, Ausrüstung auswählen, Yippie. Wir haben scheinbar kein Schild, den kann man hier unten. Ich finde, ich guck mal auf. Nee, wir haben nur den Schwertgriff. Der super starke Schwertgriff. Der ist der Hammer. Ja. Wir haben damit schon viele. Liegt da irgendwo ein Schild? Viele Seelen gesammelt. Nee, ich denke mal, das kommt einfach drauf an, hätten wir eine andere Klasse. Ein Ritter hätte wahrscheinlich ein Schild, ne? Ja, aber ich sag mal. Nee, wir haben ja einen Krieger, der hat ja ein Schild. Oh! No! Ich sah auch, da vorne liegt ein Item, ist das vielleicht der Schild? Lauf, verschießt. Vielleicht können wir dann. Dreiecksschild, siehst du? Super, gut, dann wir legen wir das mal an. Pfeil in der Brust stecken. Ja, das stört gar nicht so. Der fällt mit der Zeit ab. Guck mal, ist sogar schon weg. Das Ei da draußen. gut, dann wollen wir den doch jetzt mal anlegen. Ja. So. Hier. Kann man zwei Schilder anlegen? Wahrscheinlich, ne? Vielleicht sind andere auch so mega groß, weißt du, dass wir zwei Plätze brauchen? Ja, okay. Achso, ich sollte mal hier raus. Und jetzt kann ich, mit dem Schild rennen. Sieht echt, unser Schwert sieht mächtig aus, ne? Nach mächtig nichts, ja. Achtung! Ja, ich halte. Ja, nice. Und abgewehrt hier. Kann nix, der Bogenschütze. Rennt der ab? Rennt der ab? Der rennt ab! Der rennt ab! Der rennt ab, ich schwöre, rennt ab! Langschwert. Okay, jetzt ist mächtig. Das richtig auch mal noch aus. Aber geh, oder? Da einfach stehen bleiben. Ey, ich sag's, der kommt gleich in die Scheiße. Der kommt doch gleich. Was soll einem in Dark Souls war da eigentlich passieren? Gerade eben noch ein Leuchtfeuer? Habe ich das nicht aktiviert? Weiß ich nicht. Hab ich doch aktiviert. Ich weiß, war da eins oder war keins? Ich weiß. Es war eins da, ja. Okay. Aber ich hab's. Ich bin. Du verwirrst mich gerade, aber ich hab's eigentlich aktiviert. Weiß es nicht. Ansonsten ist gut, dass du es jetzt mal sagst. Nee. Das sich nicht aktiviert. Ich dachte, das aktiviert sich nicht, im Vorbeigehen es, irgendwie. Ne, eben nicht, weil sobald du das aktivierst. Nein, klar, ich weiß. Ich hab's aktiviert. Okay. Du hast das jetzt. Ja, okay, kein Kommentar. Egal, ja, aber es sah gerade echt irgendwie aus. Aber die speichern doch den Fortschritt, ne? Was ist das für Wechsel nämlich wieder? Ich bin ausgewichen. Lol. Bist du immer der Fucker? Ja, weißt du, ich hab mein Schild eigentlich gar nicht nötig. Das ist nur Deko. Bist du einmal. Ja, der lockt uns jetzt so eine Falle oder was? Ja, das war schon clever von dir. Ja, ich dachte, ich bin schneller. Ja, nee, hol mit dem langen Schwert einfach. Das ist ein Nebel. Jetzt gib ihm. Ah, okay. Einfach hinterher rennen. Voll smart. Okay.
top. Hättest du noch angesehen können eigentlich, ne? Stimmt, das hätte ich. Aber was ich da doof finde, dass du dich dann nicht mehr umsehen kannst. Wir sind jetzt ja hier gerade so durchgerusht. Ich will mal gucken, gab es hier rechts, links noch irgendwie was? Nur eine Nachricht. Ich gucke mir das einfach mal. Ah, okay, gut. Guck mal, man kann ja zwischen zwei Schwerter-Stil. Ups. Zwei Schwerter-Stil? Bin ich gerade. Wer wieder was für Kollege Real? B. Hier so nach hinten hüpfen, ist glaube ich auch voll stylisch. So, Schild weg, Schild, okay. Wenn ich das Schild weg tue und dann habe ich gar nichts mehr. Okay, gut. Nein, das wollen wir nicht. Ah, der wechselt dann wahrscheinlich einfach immer zwischen Erst- und Zweitwaffeln. Ich glaube, wir skillen sowieso auf, oder? Ohne Schild geht das Spiel auch gar nicht. Oder? Also. Ja. Oder wir skillen uns einfach so krass hoch, bis wir dann gar kein Schild mehr nötig haben. Also jetzt vom Skill her, vom Spielerischen. Ja, ist klar. Haha, ja, ich weiß, ist lustig, ne? So, Schritt zurück, linker Stick. Ja, das hatte ich ja gerade hier schon. Aber frage ich mich gerade wirklich, ob das jetzt hier im Spiel implementiert ist. Das ist tatsächlich im Spiel implementiert, weil du selbst kannst ja gar nicht Nachrichten schreiben mit Movement-Bezeichnungen. Ja, wär Schwachsinn. Das geht ja gar nicht. Drücke hier den B. Ja. Knopf. Hier A drücken. Achtung, Wand A drücken. Ja. Nee, ist klar. Mega verwirrend. Das ganze Spiel ist einfach mega verwirrend. Einfach hier rüber hüpfen. Nee, auf jeden Fall, nicht rüber hüpfen. Das ist das, wo wir gerade waren. Genau, da warst du. Ja, aber von wo kam denn hier unser Riesenarsch? Du bist noch in der Vorhalle. Da ist das Tor und dann kommt dahinter der... What? Diese Fixer. Das steht da oben jemand? Oder? Keine Ahnung, aber da kam auf jeden Fall gerade ein Stein angerollt. Ja, komm, das Schild wird uns bestimmt. Ich finde es ziemlich interessant. Ja, da. Der Wichser. Alter, du bist sauer. Der kleine Wichser. Das hat schon wieder nicht angesehen. Stimmt, ja. Deswegen. Ich habe mir sagen lassen von einem Pro-Gamer, ja, also nicht Pro-Gamer, aber von einem Typen, der halt das sehr viel spielt, der von meiner Schwester, der sich wahrscheinlich auch angucken wird, dass man halt immer anvisieren sollte bei Gegnern. Ich versuche es mir zu merken, ja. Ich will auch irgendwie immer hier auf der Schlagtaste sprinten. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, dieser göttliche Segen, ne? Ich glaube, der lädt sich immer wieder auf wenn du am Feuer bist, glaube ich. Wenn man sich ransetzt oder so, das ist so ein bisschen wie die Flakons, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das sind ja die aus Dark Souls 2. Genau. Oder die ich halt in Dark Souls 2 kenne. Ja, genau, die kenne ich auch. Die Estus-Flakons. So. Gehen wir einfach mal, schleichen wir uns mal hier hoch. Ja, wir rennen einfach vor, schleichen. Verschlossen. Oh, okay, gut. Dann gibt es jetzt eigentlich nur noch einen Weg, ne? Das unten war wahrscheinlich gerade mal eine Abkürzung. Ja, beziehungsweise, weiß ja nicht. Also, guck mal, hier war ja eigentlich noch ein Weg. Achso, du meinst da unten, das war nur die Tür, um zum Leuchtfeuer zu kommen? Dachte ich eigentlich, aber... Dann geh doch aber lieber nochmal zum Leuchtfeuer, heil dich hoch. Und dann macht den Typen da oben mit der Kugel nochmal kaputt. Gut, kann man machen. Ja. Gehst du jetzt lang? Ne, ich dachte, du willst jetzt... Ja, aber warte mal. Ja, ne, aber die Treppe da unter ist doch, oder? Also, ja, aber da geht's jetzt ganz normal weiter, denke ich. Ach ja, scheiß doch nicht einfach weiter. Wenn ich sterbe, dann ist er auch wohl. Nee, gar nicht, siehst du? Doch, das ist... Nein! Geh doch jetzt gerade raus, geh raus! Links, das ist Leuchtfeuer. Ja, da war ja. Nein, da kannst du dich doch jetzt heilen. Weil hinter dem Echt? Ding... Nicht dadurch! Hinter Nein. der Tür ist also der Asyldämon. Ach, stimmt. Ups. Du hast gar keine Peilung, wo wir gerade sind, oder? Ach, ich drücke hier mal B. Nein, ich dachte, das wäre, wo vorhin der Asyldämon runtergeht. Nein, eben nicht. Er ist dahinter. Der Witzer. Du Arschloch, dann machen wir dich jetzt fertig. Nein! Oder vielleicht geht das, kann sein, aber... Ich meine, der hat gar nicht mal viel Schaden gemacht, ne? Kennst du es so weit jetzt schon, oder? Nee, eben nicht. Also ich weiß nicht, ob du gegen... Ich weiß halt, wie du wieder zu dem kommst. Das weiß ich, aber diesen Zwischenteil, das merkt sich doch keine Sau, wie links, rechts, oben, keine Ahnung. Also ich weiß, dass du auf jeden Fall wieder vom Level zu dem Typ geleitet wirst. Ja, dann müssen wir da hin wahrscheinlich, ne? Nein, also auf jeden Fall nicht durch, das weiß ich. Okay. Ich glaube, da oben geht's weiter. Also aber da war ja verschlossen. Ja, nee, ich glaube, da ist doch irgendwo eine Tür, das ist doch voll verwirrend. Das sieht doch alles gleich aus. Du weißt, was ich dir sagen will, oder? Ja, zurück, halt, umdrehen, ich hab's gesehen. Umdrehen, nach links gucken. Ich sag, weiter, da rechts, guck mal. Ah, so offensichtlich, ja. Smart as hell. Ey, da sitzt jemand. Oh, ist das ein NPC? Ja. Das ist auch so eine Kugel. Das ist die Kugel sogar. Stimmt, die hat ein Loch da reingehauen. Ja, aber hat uns auch ein Damage gemacht. Ich glaube, da kannst du auch von der Kugel sterben, glaube ich. Ich weiß nicht. Du kannst als Bettler vielleicht. Nee, du kannst auch bestimmt von der Kugel sterben. Oh, you. You're no hollow. Weiß es nicht, keine Ahnung. I'll die soon, then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Okay. Hear me out, will you? Yeah, kein Ding. Ah, möchte ich nicht, was? Vielleicht schenkt er uns was. But perhaps you can keep the torch lit.
There is an old saying in my family. I have two exiles. Thou art undead, art chosen. And thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringest the bell of awakening. Die ganz alte Schule, ja. Well, now you know. And I can die with hope in my heart. Die ganz, ganz one more thing. Here, take this. An Estus flask. An undead favorite. Ja. Vor allem unter sehr beliebt. Also der göttliche Segen war also doch nichts, was sich auffüllt. Auffüllt. Offensichtlich nicht. Ja. Füllen sich die denn auf? Oh, ja, ja. Weißt du das die sicher? Auf, die auf alle Fälle. Ne, das ich weiß es nicht. Ne, also bei Dark Souls 2 auf alle Fälle. Aber Schlüssel und Töter, also den Dämon, was auch immer. Und Töter. Und Töter. Und Töter. Ey, ich mach dich und Töter. Gut. Können wir noch weiter mit ist das reden? Der Typ, der uns den Schlüssel runtergeworfen hat eigentlich? Ja, ne? In der Cutscene? Den Typ, ja, stimmt. So good, sieht ganz so aus. Und der wurde dann von, dem, von der Kugel zerschmettert, oder was? Ja, der wird wahrscheinlich gerade abhauen und dann haben wir die Kugel getriggert. Das ist jetzt gerade so, fickt euch alle, ich bin raus hier. Also Südemon, no sir, nicht mit mir. I'm out of here. Kennst du das 9-Gag-Meep mit Godzilla? Das ist Nope. Nee. Nee, voll geil. Wie Godzilla aus dem Wasser kommt und dann kommt irgendein Scheiße. So ein Ameisennest oder so, was irgendwie gigantisch ist. Und dann kommt halt so ein riesiges Nope, Nope, Nope. Und dann siehst du halt nur Godzilla, wie er kommt und ins Wasser zurückgeht. Nope, 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 Nope. Okay. Das ist ganz gigantisch. Oh, ich hab gerade irgendwas gehört. Ja, da sind sie wieder, natürlich. Das Ding ins Gesetz haben. So. Oh, ja, mutig. Ich hab schon wieder nicht. Zuerst angreifen ist aber auch mutig, ne? Jetzt kannst du doch gerade zu, hast gerade einen Schlüssel bekommen, oder? Ja, hierfür oder für die weiß ich doch Tür? Nicht. Siehst du? Haben wir ja Glück gehabt, dass wir nicht jetzt den und Großen der. Müssen, ne? Nee. Und der. Und der. Der, nein, die Tür ist doch eh offen. Ah, siehst du? Warum ist der Y? Dazu muss man sagen, ich bin einen anderen Controller gewohnt und da ist Y links und nicht hier oben. Weißt du, ich wollte uns schon mal. Du scheiß Nintendo-Zocker! Ich wollte uns schon mal einen Vorteil nehmen, nämlich dass wir mit drei göttlichen Segen starten. Das ist ja vollkommen überpowered. Das braucht ja kein Mensch. Das ist ja alles. Alter, das wäre doch utopisch. Das wäre doch kein Dark Souls mehr, wenn wir drei göttliche Segen haben. Was auch immer das sein soll, wahrscheinlich. Volles Leben oder so. Ja, hier. Ja, gut. Okay, ach guck mal, linker Stick. So, jetzt wird's nämlich wichtig. Der linker Stick ist Tritt. Und der andere ist Kann ich ja vielleicht den göttlichen Segen einfach mal weg tun? Kann ich nicht mein Estus-Flakon da reintun? Bestimmt. Achso, warte mal. Schwarzer Lebewohl-Kristall ist auch. Genau, guck mal hier. Mit den Estus-Flakons, da kann ich nicht viel falsch machen. Steht da? Ja, ich will es gerade wieder. Rastet beleben. Ja, okay, gut. So. Soweit wissen wir das. Ja. Schöne Aussicht hier schon mal. Es sieht aber echt. Oh, ich höre mich. Oh! What the f. Lauf. No. Kämpfe. Töte dich alle. Wie siehst du denn stark, an? Ja. Aber Pfeil ich. Hinten! Voll weg. Nice. Ja. Nice. Geht's hier runter? Ich glaube nicht. Da geht's. Ah ja, da sind wir hochgekommen. Ne? Das glaube auch. Gewehr nice. Hier. Ey, ich hab doch. Ja. Direkt in den Kopf. Alter, ich dachte schon, wir wären. Echt? Nochmal im Kopf. Ja, wo nee. Einer Platz hat, da hat auch noch ein zweiter. Das ist ein Zielmittel. Ist okay. Ja, guck mal, so sieht unsere doch gleich viel attraktiver aus. Oh Gott. Oder ist Nebel? Ja, aber da gehen wir erstmal noch nicht nee. Durch, ne? Aber kannst du weitergehen? Kannst du weiter? Nee, von da kommst du jetzt nicht. Kritschang, ja, so ein Schleichangriff ist das. Hörst du auch was schleichen? Was Großes? Ja. Okay. RB so. Ist oben, oder? Du kennst dich ja mit den Dingern noch right nicht back, aus. Yes. Ja, aber es gibt ja noch einen zweiten. Naja, L back. Der und das andere ist LT und RT, Trigger. Okay. Das sind die Trigger und das andere sind das die... Das ergibt Sinn, okay, gut. Schulterhaste. Weißt du was? Ich nutze mal einen Flakon. Okay. Boah. Der sieht mächtig aus, der Typ. Ja, ich glaube, der hat ein Schild. Mach den kaputt. Anvisieren? Er visiert mich an. Ich visiere doch mit dem L-Stick eigentlich an, oder? Ne, mit dem rechten, oder? Stimmt. Du bist so ein Noob, Alter! Boah! Ey, ich habe noch nicht einmal gespielt und lese halt einfach. Ja, ja? Konzentriere mich aufs Spielen, nicht aber, großartig ja, das lesen. Ist doch... mit der Erfahrung kommt hier, weißt du? Ja. Aus Fehlern lernt man, siehst du? Jetzt, verschlossen. Jetzt werde ich mir das für immer merken, dass du, dass ich, nein, dass wir dass beide. Dass du ein Noob bist. Ja, dass ich ein Noob bin und dass man auf dem R-Stick hier anvisiert. Gut, wollen wir da einfach mal durchlaufen? Guck mal, man kann schon mal durchgucken. Kann man? Sieht mir wie ein R, guck mal. Achso, da oben meinst du, ja. Okay, ja, nee, machen wir.